13. Kapitel Kulturkampf Teil 1. In Versailles hatte ich vom 5. bis 8. November mit dem Grafen Ledochowski, Erzbischofe von Posen und Gnesen, Verhandlungen gehabt, die sich vorwiegend auf die territorialen Interessen des Papstes bezogen. Gemäß dem Sprichwort »Eine Hand wäscht die andere« machte ich ihm den Vorschlag, die Gegenseitigkeit der Beziehungen zwischen dem Papst und uns zu betätigen durch päpstliche Einwirkung auf die französische Geistlichkeit im Sinne des Friedensschlusses. Immer im Sorge, wie ich war, dass eine Einmischung der neutralen Mächte uns die Früchte der Siege verkümmern könne. Ledochowski und in engeren Grenzen Bonchos, Kardinalerzbischof von Rouen, machten bei verschiedenen Mitgliedern des hohen Klerus den Versuch, sie zu einer Einwirkung in dem bezeichneten Sinne zu bestimmen, hatten mir aber nur von einer kühlen, ablehnenden Aufnahme ihrer Schritte zu berichten, woraus ich entnahm, dass es der päpstlichen Macht entweder an Stärke oder an gutem Willen fehlen müsse, uns im Sinne des Friedens eine Hilfe zu gewähren, wertvoll genug, um die Verstimmung der deutschen Protestanten und der italienischen Nationalpartei und der letzteren Rückwirkung auf die zukünftigen Beziehungen beider Völker in den Kauf zu nehmen, welche das Ergebnis eines öffentlichen Eintretens für die päpstlichen Interessen bezüglich Roms sein musste. In den Wechselfällen des Krieges ist unter den streitenden italienischen Elementen anfangs der König als der für uns möglicherweise gefährliche Gegner erschienen. Später ist die Republikanische Partei unter Garibaldi, die uns bei Ausbruch des Krieges ihre Unterstützung gegen napoleonische Velleitäten des Königs in Aussicht gestellt hatte, uns auf dem Schlachtfelde in einer mehr theatralischen als praktischen Erregtheit und in militärischen Leistungen entgegengetreten, deren Formen unsere soldatischen Auffassungen verletzten. Zwischen diesen beiden Elementen lag die Sympathie, welche die öffentliche Meinung der Gebildeten in Italien für das in der Geschichte und in der Gegenwart parallele Streben des deutschen Volkes hegen und dauernd bewahren konnte, lag der nationale Instinkt, der dann auch schließlich stark und praktisch genug gewesen ist, mit dem früheren Gegner Österreich in den Dreibund zu treten. Mit dieser nationalen Richtung Italiens würden wir durch ostensible Parteinahme für den Papst und seine territorialen Ansprüche gebrochen haben. Ob und wie weit wir dafür den Beistand des Papstes in unseren inneren Angelegenheiten gewonnen haben würden, ist zweifelhaft. Der Gallikanismus erschien mir stärker, als ich ihn 1870 der Infallibilität gegenüber einschätzen konnte, und der Papst schwächer, als ich ihn wegen seiner überraschenden Erfolge über alle deutschen, französischen, ungarischen Bischöfe gehalten hatte. Bei uns im Lande war das jesuitische Zentrum demnächst stärker als der Papst, wenigstens unabhängig von ihm. Der germanische Fraktions- und Parteigeist unserer katholischen Landsleute ist ein Element, dem gegenüber auch der päpstliche Wille nicht durchschlägt. Desgleichen lasse ich dahingestellt, ob die am 16. desselben Monats vor sich gegangenen Wahlen zum preußischen Landtage durch das Fehlschlagen der ledochowskischen Verhandlungen beeinflusst worden sind. Die letzteren wurden in etwas anderer Richtung aufgenommen von dem Bischof von Mainz, Freiherrn von Kettler, zu welchem Zweck er mich bei Beginn des Reichstags 1871 mehrmals aufsuchte. Ich war 1866 mit ihm in Verbindung getreten, indem ich ihn befragte, ob er das Erzbistum Posen annehmen würde, wobei mich die Absicht leitete zu zeigen, dass wir nicht antikatholisch, sondern nur antipolnisch wären. Kettler hatte, vielleicht auf Anfrage in Rom, abgelehnt wegen Unkenntnis der polnischen Sprache. 1871 stellte er mir im Großen und Ganzen das Verlangen, in die Reichsverfassung die Artikel des Preußischen aufzunehmen, welche das Verhältnis der katholischen Kirche im Staate regelten und von denen drei durch das Gesetz vom 18. Juni 1875 aufgehoben worden sind. Für mich war die Richtung unserer Politik nicht durch ein konfessionelles Ziel bestimmt, sondern lediglich durch das Bestreben, die auf dem Schlachtfelde gewonnene Einheit möglichst dauerhaft zu festigen. Ich bin in konfessioneller Beziehung jederzeit tolerant gewesen bis zu den Grenzen, welche die Notwendigkeit des Zusammenlebens verschiedener Bekenntnisse in demselben staatlichen Organismus
den Ansprüchen eines jeden Sonderglaubens zieht. Die therapeutische Behandlung der katholischen Kirche in einem weltlichen Staate ist aber dadurch erschwert, dass die katholische Geistlichkeit, wenn sie ihren theoretischen Beruf voll erfüllen will, über das kirchliche Gebiet hinaus den Anspruch auf Beteiligung an weltlicher Herrschaft zu erheben hat, unter kirchlichen Formen eine politische Institution ist, auf ihre Mitarbeit die eigene Überzeugung überträgt, dass ihre Freiheit in ihrer Herrschaft besteht und dass die Kirche überall, wo sie nicht herrscht, berechtigt ist, über diokletianische Verfolgung zu klagen. In diesem Sinne hatte ich einige Auseinandersetzungen mit Herrn von Kettler bezüglich seines genauer akzentuierten Anspruchs auf ein verfassungsmäßiges Recht seiner Kirche, das heißt der Geistlichkeit, auf Verfügung über den weltlichen Arm. Er verwandelte in seinen politischen Argumenten auch das Mea ad hominem Gehende, das bezüglich unseres Schicksals nach dem irdischen Tode die Bürgschaften für die Katholiken stärker seien als für andere, weil, angenommen, dass die katholischen Dogmen irrtümlich seien, das Schicksal der katholischen Seele nicht schlimmer ausfalle, wenn der evangelische Glaube sich als der richtige erweisen sollte, im umgekehrten Falle aber die Zukunft der ketzerischen Seele eine entsetzliche sei. Er knüpfte daran die Frage, glauben Sie etwa, dass ein Katholik nicht selig werden könne? Ich antwortete, ein katholischer Laie unbedenklich. Ob ein Geistlicher ist mir zweifelhaft. In ihm steckt die Sünde wider den Heiligen Geist, und der Wortlaut der Schrift steht ihm entgegen. Der Bischof beantwortete diese in scherzhaftem Tone gegebene Erwiderung lächelnd durch eine höflich-ironische Verbeugung. Nachdem unsere Verhandlungen resultatlos abgelaufen waren, wurde die Neubildung der 1860 gegründeten, jetzt Zentrum genannten katholischen Fraktion mit steigendem Eifer besonders von Savigny und Mallinckrodt betrieben. An dieser Fraktion habe ich die Beobachtung zu machen gehabt, dass, wie in Frankreich, so auch in Deutschland der Papst schwächer ist, als er erscheint, nicht so stark ist, dass wir seinen Beistand in unseren Angelegenheiten durch den Bruch mit den Sympathien anderer mächtiger Elemente erkaufen durften. Von dem Désaveu des Kardinals Antonelli in dem Briefe an den Bischof Kettler vom 5. Juni 1871, von der Zentrumsmission des Fürsten Isenburg, von der Unbotmäßigkeit des Zentrums bei Gelegenheit des Septennats habe ich den Eindruck erhalten, dass der Partei- und Fraktionsgeist, welchen die Vorsehung dem Zentrum am Stelle des Nationalismus anderer Völker verliehen hat, stärker ist als der Papst, nicht auf einem Konzil ohne Laien, aber auf dem Schlachtfelde parlamentarischer und publizistischer Kämpfe innerhalb Deutschlands. Ob das auch der Fall sein würde, wenn der päpstliche Einfluss sich ohne Rücksicht auf konkurrierende Kräfte, namentlich den Jesuitenorden, geltend zu machen vermöchte, lasse ich, ohne an den plötzlichen Tod des Kardinalsekretärs Franci zu denken, dahingestellt sein. Von Russland hat man gesagt, Gouvernement absolu tempéré par la régicide, ist ein Papst, der in der Nichtachtung der in der Kirchenpolitik konkurrierenden Organe zu weit ginge, vor kirchlichen Nihilisten sicherer als der Zar. Gegenüber Bischöfen, die im Vatikan versammelt sind, ist der Papst stark. Und wenn er mit dem Jesuitenorden geht, stärker, als wenn er außerhalb seiner Residenz versucht, den Widerstand der weltlichen Jesuiten zu brechen, welche die Träger des parlamentarischen Katholizismus zu sein pflegen.